Servus Schuppe von der Gaming Academy hier. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. In diesem Video erklärt euch Flay von A bis Z, wie ihr Thresh auf Support erlernt und perfektioniert. Flay Supporter. Er hat schon mehrere Season Challenger erreicht und spielt momentan für das Pro-Team von Kaufland Hungry Knights in der Prime League. Dieses Video ist der erste Part von einem zweiteiligen Guide. Hier geht es erstmal darum, ein Bild von Thresh zu bekommen und alle Fähigkeiten, Runen und Matchups sowie die Stärken und Schwächen zu verstehen. Im zweiten Teil geht dann Flay auf das Early-, Mid- und Late-Game ein. Aber nun genug von mir, Flay, stell dich doch einfach mal kurz selbst vor. Ich bin Simon, besser bekannt unter dem Spielernamen Flay. Ich spiele aktuell für die Kaufland Hungry Knights und habe im letzten Jahr, also Season 11, Challenger erreicht. Bei Thresh ist es wichtig zu wissen, dass man kein Engaged Champion ist, wie es viele Leute eben denken, sondern man ist eher ein Peel Supporter, der sehr gut darin ist, Gegner, die in dich reinkommen, zu punishen und halt deinen ADC dann dabei zu verteidigen oder zu protecten. Und das ist eben die größte Stärke von Thresh und wird oft auch vernachlässigt. Ich würde Thresh's Gameplay eher als reaktiv beschreiben. Man versucht meistens seinen eigenen ADC zu protecten vor den Threats, denen er ausgesetzt ist. Das sind dann meistens Engaged Supports oder Assassins. Und man ist besonders gut darin, diese eben dann wegzupeelen und den eigenen ADC zu verteidigen. Besonders gut sind auch wir darin, dich in Solo-Queue weiterzubringen. Auf gamingacademy.de erstellen wir zusammen mit Pro-Playern und Coaches Kurse, die dein Gameplay auf das nächste Level bringen. Für ganz spezielle Informationen haben wir uns mit Challenger-Spielern hingesetzt und komplette Games verständlich analysiert, damit du deinen Gegner so richtig dominieren kannst. Hört sich gut an? Dann komm auf gamingacademy.de und hol dir deine LP ab. Aber nun zurück zu Flay und Thresh Stärken. Thresh ist besonders stark darin, im Early-Game eine starke Laning-Phase zu haben, dann im Mid-Game gut mit dem Jungler vor allem auch Catches zu haben, Catches spielen zu können und dann im späten Spielverlauf vor allem seinen eigenen ADC gut protecten zu können. Thresh ist schlecht gegen Champions, die ihn outrangen und nicht in ihn rein engagen wollen. Also jegliche Poke-Champions sind sehr schlecht für Thresh, weil er eben von diesen leicht gepoked werden kann und er nicht wirklich die Engage-Tools hat, um diese zu punishen nach der Landing-Phase. Und dementsprechend, wenn die Gegner sehr non-committal spielen, auch auf deine ADCs, auf deinen ADC, dann hast du eben Probleme, diesen zu verteidigen. Bei Nautilus ist der Unterschied, dass dieser halt in der Lane vor allem ihn sehr stark auch selber punishen kann. Also er kann halt sehr gut auf Thresh draufgehen und hat eben einfach eine höhere Tankiness. Und die Engage-Tools von Nautilus sind eben so stark, also gerade zum Beispiel der Ult-Knockup, dass er halt einfach einen Point-and-Click-Knockup hat, der auch zum Beispiel hinter die Lantern noch theoretisch followen würde, macht Thresh Probleme. Allerdings ist das Nautilus-Matchup auch, wenn man es richtig spielt, durchaus playable. Thresh's Passive ist, dass wenn in der Nähe von ihm Minions, Monster oder Champions sterben, Seelen droppen können. Und wenn er diese einsammelt, bekommt er dafür einen Armor und einen Ability-Power. Und die Besonderheit dabei ist, dass wenn Champions, große Minions oder große Monster sterben, dass diese Seelen immer droppen. Und wenn nur kleine Minions oder normale Monster sterben, dann haben diese eine 33% Chance zu droppen. Also kann man erwarten, dass man in der Wave immer ein paar Seelen bekommt. Und das Besondere ist, dass man diese Seelen nicht nur über seinen eigenen Körper einsammeln kann, sondern dass Thresh auch seine Lantern, also seine W-Fähigkeit dafür einsetzen kann, um diese einzusammeln. Die Q von Thresh ist ein Hook. Dieser ist aber nicht ein normaler Hook, sondern hat natürlich wie jeder Hook in League so seine Besonderheiten. Also wichtig ist erstmal zu wissen, dass er eine recht lange Cast-Zeit hat. Also man stunt sich auch selber quasi, wenn man diese castet. Das müsste man dabei, das ist sehr wichtig dabei, dass man sich selber auch angreifbar macht. Und wenn dieser Hook eben trifft, dann zieht er den Gegner ran. Und zwar passiert das in zwei Instanzen, also er wird zweimal zurückgezogen. Und Thresh kann diesen Hook reaktivieren und sich dann an diesen Hook, an dieses gehookte Target, kann sich Thresh dann ranziehen. Und wenn Thresh das nach dem ersten Ranziehen schon macht, dann findet das zweite Ranziehen gar nicht mehr statt. Das kann natürlich relevant sein. Außerdem ist wichtig bei dem Hook, dass wenn man auf Minions hookt, dass man, oder halt Monster, dass man diesen dann direkt reaktivieren kann und dieses Ranziehen komplett verhindern kann. Der Vorteil ist, dass man dann schneller ankommt. Also angenommen, man würde jetzt einen Gegner catchen wollen, man kommt aber mit dem Hook nur bis zum Minion und um ihn dann danach zu flayen,
dann ist der Vorteil, dass man, wenn man an den Minion hookt, sich direkt ranziehen kann. Dieser Hook slowt dann auch den Gegner und stunt ihn natürlich davor. Und des Weiteren revealed der Gegner diesen Gegner. Also er gibt halt True Vision. Also wenn man jetzt einen Shaco hooken würde oder so, würde man den halt auch sehen. Ja, ist halt sein stärkstes Tool, um Gegner zu catchen. Und es ist halt wichtig, dass man um diesen Hook gut herumspielt. Swash W-Fähigkeit ist eine Laterne. Diese kann er Teammates zuschmeißen. Diese können die dann nehmen und werden dann zu Swash hingedasht. Wichtig bei dieser Fähigkeit ist es, dass die Laterne natürlich nur eine bestimmte Zeit liegen bleibt, aber vor allem Swash sich nicht zu weit von der Laterne wegbewegen darf, da diese sonst verfällt. Swash darf sich allerdings wegbewegen, nachdem der Teammate diese Laterne schon genommen hat. Da kann man dann coole Sachen machen, wenn man zum Beispiel, wenn der Teammate die Laterne genommen hat, kann man über eine Wand danach flashen und der Teammate kommt dir hinterher. Außerdem ist es wichtig, dass man mit der Laterne die Seelen, über die wir eben schon gesprochen haben, einsammeln kann und somit eine sichere Möglichkeit hat, diese einzusammeln. Bei der W-Fähigkeit ist es auch besonders cool, dass man, wenn man viele Seelen hat, ein besonders starkes Shield erhält. Also die Shield-Stärke von der Swash W scaled mit der Anzahl der Seelen, die du hast. Die E-Fähigkeit von Swash hat sowohl eine passive als auch eine aktive. Die passive besagt, dass sich die E aufladen kann, wenn man keinen Auto-Attack macht. Wenn diese dann nach 10 Sekunden voll aufgeladen ist, macht diese extra Damage beim nächsten Auto-Attack. Und dieser extra Damage skaliert sowohl mit dem AD als auch mit den Seelen, die man eingesammelt hat bisher. Und die Active von Swash's E ist, dass man einen Gegner wegflayen oder zu sich hinflayen kann. Man kann sich das so vorstellen, dass man damit Dashes interrupten kann, indem man dann eben die Gegner so wegwischt. Oder indem man auch, wenn Gegner vor einem stehen und man die eben nicht wegkommen lassen will, dass man die Gegner dann so in sich reinzieht. Das Wichtigste an der Swash-E ist eigentlich, dass man die Passive in der Lane vor allem gut verwendet und dass man die Active in Teamfights gut verwendet, um den eigenen Carry vor allem reindashenden Champions, wie jetzt zum Beispiel einer Leona-E, zu peelen und diese dann eben wegzuwischen. Die ultimative Fähigkeit von Swash ist eine Box, die stellt er hin und wenn Gegner dann durch diese Box, die ist in 5 einzelne Teile unterteilt, wenn diese dann da durchlaufen, der erste, der da durchläuft, bekommt einen starken Slow und Damage und wenn dann andere Teile der Box auch noch getroffen werden oder wenn Champions dann auch in andere Teile laufen, werden diese nur noch geslowt und auch nur noch für eine Sekunde und nicht für 2 Sekunden. Die einfachste Combo bei Swash ist es, wenn du einen Gegner hookst, dass du dann direkt nach dem Hook schon deine Ult platzierst, dann bleibt die schon auf dem Boden liegen, den Gegner eben zweimal an dich rankommen lässt und ihn dann in der CC-Chain mit deinem Flay nochmal ranziehst in diese Ult rein, dann wird er danach nochmal geslowt, hat den maximalen Damage bekommen und sollte von deinen Teammates leicht abgeholt werden. Wenn jetzt allerdings ein Gegner zum Beispiel über einer Wand ist und du diesen über die Wand hookst und ihn natürlich mit deinem Teammate töten willst, dann ist es so wichtig, dass du, wenn du den Hook getroffen hast, dich ranziehst und in der Luft die Laterne schmeißt und somit deinem Teammate ermöglicht, auch zu diesem Gegner hinzukommen und ihn dann natürlich, wenn ihr beide angekommen seid, dann auch noch zu flayen oder auch zu ulten. Bei den Runen präferiere ich Glacial Augment, da man mit dieser Rune, wenn man zum Beispiel einen Hook trifft, sehr gut den Gegner eben töten kann. Oder das geht ja auch mit dem Flay. Als nächstes präferiere ich Hexflash, da man eben damit sehr gut Plays machen kann. Ein cooles Tool beim Hexflash ist es, dass wenn du eben diesen gerade abhast und zum Beispiel einen Teammate aus der Base schnell wieder auf die Map bringen willst, dass du diesen eben auch nutzen kannst, um die Lantern Range dann eben zu extenden. Andere Option wäre es dabei, Perfect Timing zu nehmen, um dann eben bei diesen Early-to-Mid-Game-Fights einmal eine Stopwatch zu haben, um diese Fights besser zu überleben, wenn du dir persönlich diese Hexflash-Option nicht so zutraust. Als nächstes bevorzuge ich Biscuit Delivery, weil du dadurch eben in der Lane, in der du sehr dominant sein willst, noch mehr Möglichkeiten hast, zum Beispiel mal zu extenden, wenn dir mal das Mana ausgeht, weil du vielleicht ein, zwei Hooks gemisst hast und es ein bisschen länger gedauert hat, bis du die Gegner wirklich low bekommen hast, dass du eben dann noch die Möglichkeit hast, länger in der Lane zu bleiben und auch länger zu fighten.
Eine andere Option wäre es hier, Minion Dematerializer zu nehmen, um zum Beispiel schneller Waves zu pushen können, Gerade Cannon Minions eignen sich da halt sehr dann, diese dann eben gut zu dematerialisieren. Aber ich, wie gesagt, ich persönlich bevorzuge dort Biscuit Delivery. Als nächstes würde ich Cosmic Insight nehmen, da es auf Thresh sehr wichtig ist, wie auf fast jedem Support, den Flash so oft wie es geht abzuhaben. Und da ist eben die Summoner Spell Haste super cool. Außerdem ist die Item Haste sehr sinnvoll, wenn du eben die Actives von deinen Mythics, die du eigentlich immer kaufst, nämlich Locket oder Shurelias, öfter abhast. Als sekundäre Runen nehme ich gerne den Resolve Tree, da sich dort Boneplating und Second Wind befindet. Diese Runen sind enorm wichtig, um in der Lane dominieren zu können, was man mit Thresh ja gerne machen möchte. Hierbei hängt es dann natürlich davon ab, ob man gegen Range oder Melee Champions spielt. Wenn man gegen All-In Champions spielt, will man eher Boneplating haben und gegen Range Champions natürlich eher Second Wind. Außerdem nehme ich in dem Resolve Tree noch gerne Unflinching mit, da Unflinching generell als Supporter immer sehr sinnvoll ist, solange die Gegner auch nur irgendwelche Formen von CC haben, weil du ja in der Regel viele Sachen blocken willst für deine Teammates oder vor allem für deinen ADC. Eine Besonderheit gibt es allerdings, nämlich wenn ihr gegen Blitzcrank spielt, ist es ganz wichtig, dass ihr andere Runen verwendet. Und zwar wollt ihr da Aftershock mitnehmen und dann im Secondary Tree eben dafür Inspiration nehmen. Da es gegen Blitzcrank besonders wichtig ist, dass wenn ihr gehookt werdet, dass ihr dann nach dem Hook, bevor der Blitzcrank den Knockup durchbringen kann, euren Flay einsetzt und dadurch dann Aftershock proggt und dann der ganze Burst, der meistens vom ADC, vom gegnerischen ADC auf euch draufkommt, wie zum Beispiel Nakaisa, dass der eben verhindert wird. Also gegen Blitzcrank, Aftershock. Als Starter-Item nimmt man Steel Shoulder Guards. Das ist die AD-Variante von dem Sharing-Support-Item. Da du auf Thresh erstens viel mit deinen Auto-Attacks und Trades arbeiten willst, das heißt, die AD bringen dir sehr viel dabei, weil du ja Ranged bist. Allerdings pokest du auch nicht wirklich viel, dementsprechend lohnt sich dann das Sharing-Item doch mehr. Auf First Base wollt ihr eigentlich immer Boots haben, da ihr als Thresh viel euch auf der Map bewegt. Und das kann man auch generell als Support sagen, Ausnahme ist natürlich Yuumi, dass man eigentlich sehr schnell seine Boots haben will, damit man mobil auf der Map ist und sich bewegen kann. Also Boots, First Base, immer ein Must-Have. Die Boots will man dann auch so schnell wie es geht ausbauen. In der Regel will man dabei die CDR-Boots, also die Boots of Lucidity, haben, da man auf Thresh einfach super Cooldown-reliant ist. Alle Spells haben sehr viel Nutzen, also das Cooldown-Reduction das A und O. Es gibt aber auch tatsächlich Situationen, in denen sich zum Beispiel die Swiftness-Boots sehr gut eignen. Angenommen, ihr spielt gegen Champions, die slowen können, die aber recht vulnerable dagegenüber sind, angegangen zu werden, zum Beispiel eine Ashe. Da sind dann Swiftness Boots, gerade wenn ihr Head seid und euch das leisten könnt, auch sehr gut, um Gegner noch weiter zu punishen. Das Core Mythic auf Thresh, da gibt es zwei Optionen. Entweder ihr geht Shurelias oder ihr geht Locket. Das ist situativ. Wenn ihr zum Beispiel eine Teamcomp habt, die enorm gut darin ist, auf die Gegner drauf zu rennen oder auch darauf forciert wird, auf die Gegner drauf zu rennen. Ihr habt zum Beispiel einen Hecarim und die Gegner haben eine Poe-Comp, die nicht engaged werden will. Und hat auch noch viele Skillshots, zum Beispiel ein Xerath oder so, dann ist ein Shurelias immer sehr gut, weil du halt viel mehr Möglichkeiten hast, diesen zu catchen und gleichzeitig auch mehr Möglichkeiten hast, seine Skillshots und so vielleicht noch zu dodgen mit Shurelias. Da ist dann Shurelias besser. Das kommt immer auf die Teamcomps an, wie gesagt. Bestes Beispiel für Locket ist zum Beispiel ein Karthus, weil Karthus Ult wird perfekt von Locket denied und sollte dann dementsprechend eure Wahl sein. Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass ihr mit Shurelias squishier seid als mit Locket natürlich. Das heißt, wenn ihr in diesem Game eher die Rolle eines Frontliners einnehmen müsst und viel Damage tankt, dann ist Shurelias auch eher weniger die Option, weil ihr sonst einfach wirklich immer total aufplatzt, weil ihr ja so oder so schon nicht der beste Frontline-Support seid. Als zweites Item gibt es mehrere Optionen. Das Standard-Item, was ich als zweites Item empfehlen könnte, wäre Knight's Vow. Da ihr generell Thresh eher dann picken wollt, wenn ihr einen ADC habt, den ihr protecten wollt, einen Hypercarry beispielsweise. Und da ist Knight's Vow eigentlich immer eine gute Option. Alternativ ist es allerdings möglich, dass wenn die Gegner viele Stunts haben oder zum Beispiel eine Ashe im Gegnerteam, die halt gerne arrowt oder so, dann könnt ihr auch Mikaels gehen. Nur wieder da der Hinweis, bei Mikaels ist tatsächlich das Problem, dass ihr dann wieder auch selber sehr squishy seid. Das heißt, da müsst ihr dann noch mehr in der Backline spielen und mit den Mikaels arbeiten. Also,
Generell Knights WoW als Second Item, situativ ist ein Mikaels oder manchmal auch ein Redemption eine Option. Falls ein Spiel dann mal so lange geht, dass ihr zum Beispiel Level 13 erreicht, was ja der Zeitpunkt ist, an dem sich ein Wardstone lohnt, dann solltet ihr den auf jeden Fall so schnell wie es geht kaufen, weil der einfach super goldeffizient ist. Vision ist super wichtig, das heißt, wenn ihr dann mehr Pink Wards mitnehmen könnt, mehr Pink Wards stellen könnt, mehr normale Wards stellen könnt, super wichtig. Also falls ihr merkt, okay, ihr seid Level 13, das wird wahrscheinlich nach den ersten zwei Items sein ungefähr und dann habt ihr meistens schon ein bisschen Gold, dann kauft euch auf jeden Fall den Wardstone. Als Thresh möchtest du als Lane-Partner eigentlich immer einen ressourcenhungrigen ADC haben, der meistens dann eben Hypercarry ist. Also Paradebeispiele sind dabei Jinx oder Philios. Das sind wirklich so die ADCs, die perfekt mit Thresh synergieren, weil die sind sehr stark, sind aber immobil. Und das kann Thresh eben gut ausgleichen, da er sie gut verteidigen kann und mit der Lantern ihnen dann mehr Mobilität gibt. Welche ADCs will man als Thresh nicht haben? Beste Beispiele sind dafür Ezreal oder Jhin. Weil das sind ADCs, die sind sehr self-sufficient, die kommen alleine gut klar. Das will Thresh eigentlich nicht, weil er selber diese verteidigen will. Das muss er aber gar nicht bei Jhin und Ezreal. Da lohnen sich dann eher Roam-Champions, die nochmal viel besser im Roam sind als Thresh, wie zum Beispiel Bard. Generell ist Thresh gut gegen Melee-Champions, die predictable Dashes haben und dabei nicht irgendwie flashy groß sind. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Lee Sin oder Camille oder Udyr oder Gnar. Solche Sachen, da ist Thresh überall gut gegen, weil sie haben klare Tools, um auf die Gegner draufzukommen und du hast immer die Zeit zu reagieren. Also ein Lee Sin Q, den kannst du immer denyen. Oder ein Udyr, wenn der auf dich drauf rennt. Du kannst die Box stellen, er wird geslowed, er hat keinen Counterplay. So, das sind Champions, die sind sehr schlecht gegen Thresh und dementsprechend willst du diese haben, im Gegnerteam vor allem, weil du dadurch eben ideal peelen kannst. Champions, die dann super schnell irgendwas machen, wo du nichts gegen tun kannst, zum Beispiel sich TPen oder so, das wird dann schwieriger. So ein Mittelding ist zum Beispiel Akali. Gegen Akali bist du dann gut, wenn du wirklich ein richtig guter Thresh bist, weil du ja theoretisch die Ult canceln kannst. In der Praxis ist es aber tatsächlich gar nicht so leicht, weil Akali Ult halt schon sehr schnell ist. Thresh ist besonders schlecht gegen Poke Champions, da diese ihn outrangen, er aber auch wenig Möglichkeiten hat, sich dagegen zu wehren. Er kann sich sie weder engagen, noch hat er gute Tools, um zum Beispiel den Poke gegen zu sustainen, da er halt keinen Sustain in seinem Kit hat. Und somit ist er besonders schlecht gegen Poke-Champions, beispielsweise eine Karma in der Lane. Nautilus zum Beispiel wäre viel stärker darin, diese Poke-Champions zu punishen, da sein Hook viel effektiver und schneller ist und auch weitere Range hat als der Thresh-Hook. Das heißt, man möge meinen, der Thresh-Hook ist gut gegen Poke-Champions, weil er sie ja catchen kann, aber in der Regel sind Poke-Champions viel zu weit hinten und man kommt gar nicht an sie ran und Thresh kann sich eben dementsprechend sehr schlecht nur gegen diese wehren. So, und das war's auch schon mit dem ersten Teil zum Flay Thresh Guide. Als nächstes kommt dann Part 2. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Falls ihr noch Fragen zu Flay und Thresh habt, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare. Wir beantworten euch gerne alle eure Fragen. Ansonsten wie immer, stay safe und viel Spaß im Ranked.